Hey Leute, guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Hey Leute, was macht ihr denn mit meinem Schrank? Spaß beiseite, ich wollte heute eigentlich mal den frühen Morgen anders starten. Erstmal, hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin noch total verpennt, ich werde jetzt mal ganz schnell meine Sachen hier zusammenpacken und dann muss ich auch gleich schon wieder los. Ich würde sagen, wir sehen uns später heute und viel Spaß in der Schule und so. Ciao. Hey Leute, Unterricht ist zu Ende. Ja, heute habe ich ein Projekt geplant. Und zwar möchte ich mal probieren. Ich habe nämlich ein paar Handschellen, so normale Kinder, keine Ahnung, die man so an der Seite wieder aufmachen kann. Auf jeden Fall habe ich gesehen ein Video. Und zwar hat sich einer mit Handschellen mit einer Haarklammer befreit. Und das würde ich heute gerne mal probieren. Ist alles klappt, weiß ich noch nicht. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, mein heutiges Projekt war ja, dass ich die Handschellen benutze und versuche mich nur mit einer Haarklammer zu befreien. Wie gesagt, es ist keine richtige Handschelle, es ist einfach nur so ein Spielding. Und das war tatsächlich früher mal pink. Ich habe mit Silber Farbe angemalt. Besser als pink. Aber ich glaube, ich werde das mal nochmal wiederholen, wenn ich andere vernünftige finde. Aber heute wollte ich erstmal das probieren. Und ja, versuche es erstmal nur mal so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier versuche, das aufzukriegen, es geht nicht. Ich muss schon durchgehen und dann habe ich es wieder offen. Was auch gehen würde, ich würde hier das einfach runterdrücken und dann geht's auf. Und ja, so geht's also nicht auf. Und dann habe ich jetzt hier eine Haarklammer. Habe ich das schon mit diesem Ding probiert. Das geht aber nicht, weil das hier halt ein anderer Mechanismus drin ist. Naja, vielleicht doch. Wartet. Gucken. Doch. Okay, so wird's auch aufgehen. Und zwar besteht der Trick darin, dass man den Hebel runterzieht, beziehungsweise wenn man eine richtige Handschelle, dass man mit dem Schlüssel so einen Hebel hochmacht, der dieses Zahnrad da drin wieder entkoppelt. Also der Trick besteht eigentlich nur darin, dass man mit der Haarklammer diesen Bügel hochzieht, beziehungsweise wenn ihr einen Schlüssel habt, dass ihr dieses Ding, was dieser Schlüssel eigentlich anheben würde, ihr hier auch dann so anhebt. Und ich habe das mal jetzt eigentlich nicht mit der Seite probiert. Man kann es sogar hier mit der Seite hier probieren. Und zwar drücke ich das jetzt einfach hier total rein. Also mache ich auch mal zu, weiter zu. So, jetzt ist zu und dann drücke ich das jetzt einfach hier weiter rein. Und zwar damit ziehe ich das hoch und dann kann man das öffnen. Also es kann ja nichts passieren, solange ich nicht beide Hände... Und ich glaube, mit beiden Händen würde ich das Ding sogar auch noch loskriegen. Ich warte mal gucken, ob ich es so hinkriege. So, einfach hier hochdrücken. Okay, das klappt jetzt nicht so ganz, wie ich wollte. Obwohl es runtergedrückt ist fast. Komm schon. Jetzt, ich hab's. So. Okay, das war nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ja, ich glaube, ich würde das hier lassen. Ich würde sagen, das war's. Ich lasse es lieber, weil es hat keinen Zweck, wenn das sowieso keine richtigen Handschellen sind. Ich werde mal gucken, ob ich vernünftige finde. Also ich würde mal sagen, das war so ein bisschen ein Fail, aber ein bisschen auch nicht so ein Halbfail. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ach ja, Leute, bevor ich es vergesse, ich habe eine Idee, wie ich ein bisschen die Vlogs aufwerten kann. Und zwar möchte ich einmal, dass ihr ein kreatives Kommentar schreibt. Oh, ja, kreative Kommentare. Und ein paar Challenges. So, und falls da richtig coole, kreative Kommentare bei sind, dann werde ich die sogar ausschneiden und irgendwo hinhängen. So als Motivationskommentar. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt mir auf Twitter. Da heiße ich Live with Casey. I'm a
des Tages und die wurde von Christoph gestellt. Und zwar hat er mich gefragt, was für Musik höre ich. Ich habe so generell keine Musik, die ich höre. Ich höre irgendwie alles, was mir so gefällt. Aber ich höre jetzt kein Metal oder Rock oder sowas. Eher sowas wie Filmmusik oder Pop oder was gerade so in den Charts ist. Mal gucken, je nachdem, was ich mag halt. Was nichts Spezielles. Und dann war es das auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und bis zum nächsten Mal.